Herzlich willkommen auf meinem Kanal Heikes Welt. In der Adventszeit möchte ich euch ja ganz viele verschiedene Ideen zeigen. Und ich habe euch schon ganz viele Adventskränze und Adventsgestecke gezeigt. Aber ich finde halt auch eine schöne Stimmung durch Licht immer super schön. Und ich möchte euch heute nochmal eine Fensterdeko zeigen. Und ihr seht es hinter mir schon so ein bisschen, ich habe es etwas vorbereitet schon. Weil ich habe oben über dem Fenster, ja, da ist eine Stange und da habe ich natürlich verschiedene Sachen angehangen. Und das zeige ich euch jetzt mal. Also das sind einerseits, ist hier so eine weiße Lichterkette. Ja, das ist eine Kette einmal so rumgehangen. Was aber das ganz Besondere an dieser Fensterdeko ist, sind diese beiden rosafarbenen Sterne. Das sind nämlich Herrenhuter Sterne. Vielleicht hat der eine oder andere von Herrenhuter schon mal was gehört. Das gibt es in verschiedenen Größen und in verschiedenen Farben. Und jedes Jahr gibt es eine ganz besondere Farbe. Ich dachte, wir machen uns mal ein Sternenfenster. Also, Herrenhuter in rosa, weiße Lichterkette. Und dann habe ich hier auch noch einen rosafarbenen Weihnachtsstern. Ja, ja, und ich zeige euch das jetzt auch gleich alles nochmal von nahem. Ich habe hier auch ein paar Kerzen. Wir machen gleich mal das Licht komplett aus. Und dann mache ich auch wirklich das erste Mal die Kerzen an. Weil die hatte ich immer so zur Deko genommen für die ganzen unterschiedlichen Kränze und Gestecke. Da wollte ich sie nicht anmachen, aber ich finde jetzt bei diesem Fenster muss ich sie einfach anmachen. Also ich habe hier vier in dieser Größe und dann habe ich hier zwei große, höhere und hier hinten ist ein rosa. Das sind unsere Plüschbäumchen, ja, also aus Wolle. Die haben wir ja auch selber gemacht. Also ich finde die super gemütlich und kuschelig und richtig schön. Und ich hatte ja damals gedacht, wir können ja auch einen Teil von unserem Zubehör selber machen. Und hier ist nochmal einer in weiß. Ich gehe gleich mal ganz dicht dran, mache einmal Licht aus. Und dann gehe ich vorher aber auch nochmal ganz dicht dran, sodass ihr das alles nochmal gut sehen könnt. Ja, und dann habe ich hier auch noch, das sind ja rosa und weiße Kienäpfel. Die haben wir selber auch mal angemalt in einem Herbstvideo. In rosa-weiß. Und ja, da sind hier einfach auch noch so Blätter und Eicheln. Das habe ich aufgehoben. Das kann man immer wieder verwenden. Ja, rosa ist auch eine meiner Lieblingsfarben. Und deshalb finde ich das besonders schön. Und hier drauf habe ich dann noch auf dem Fensterbrett ja ein rundes rosa glitzerfarbenes Set. Also so eine Unterlage zu liegen. Ja, also welche Farbe auch immer eure Lieblingsfarbe ist, da kann man dann natürlich ganz viel gestalten. Und zu den weißen Sternen passen natürlich auch alle Farben. Ja? Aber ich fand jetzt die beiden rosanen Herrenhuter mit dem rosa Weihnachtsstern natürlich in einem rosa Töpfchen. Also das gefällt mir richtig gut. Ich zeige es euch jetzt mal von nahem und dann mache ich nochmal die Kerzen an und das Licht aus, damit ihr wirklich mal seht, wie schön das aussieht. Ja, hier ist dieses Glitzer-Set und da liegen die rosa-weiß angepinselten Kienäpfel drauf. Dann haben wir hier das rosa Töpfchen mit dem rosa Weihnachtsstern. Hier sind zwei rosafarbene Kerzen von den kleineren. Hier in der Mitte sind zwei größere. Hier rosa-weiße Plüschbäumchen, nochmal zwei Kerzen. Und dann, ja, die beiden rosanen Herrenhuter Sterne im Mittelpunkt und die anderen, ja, rahmen das so ein bisschen ein. Also, gefällt mir super gut. Ja, leider muss ich die beiden Lichterketten jetzt wieder zurückgeben. Das habe ich mir nämlich nur geborgt. Ich hätte das sonst jetzt hier hängen lassen. Mir gefällt sehr gut. Ich zünde jetzt die Kerzen an und mache mal das ganze Licht aus und dann seht ihr es gleich nochmal. Ja, wie versprochen habe ich die Kerzen angezündet. Ich bin ganz verliebt in dieses Fenster. Rosa-weiß, super schön. Guckt mal, die Kerzen sind an.
Und ja, die weißen Sterne hängen an der Kette und die beiden Herrenhuter rosafarbenen, superschönen Sterne. Die sind schon was ganz Besonderes. Ja, es ist eine super Erfolgsgeschichte, die Herrenhuter Sterne. Und wer mag, kann ja mal nachlesen. Ich habe erst überlegt, ob ich euch die Geschichte jetzt hier noch erzähle. Soll ich es mal machen? Ja, ich mache es einfach mal. Ich lese euch das gleich dann nochmal vor. Herrenhuter Sterne. Ich will noch mal kurz darauf hinweisen, ich habe manchmal vielleicht so ein bisschen Herrenhuter gesagt. Also es wird ohne das zweite E geschrieben und gesprochen. Ja, die Herrenhuter Sterne sind eigentlich der Ursprung aller Weihnachtssterne. Vor über 180 Jahren im Schloss der Herrenhuter Brüdergemeinde entstanden, gilt der Herrenhuter Stern als Ursprung aller Weihnachtssterne. Anfang des 19. Jahrhunderts leuchtete der erste Stern aus Papier und Pappe in den Internatsstuben der Herrenhuter Brüdergemeinde. Von einem Erzieher im Mathematikunterricht erdacht, diente er zum Vermitteln eines besseren geometrischen Verständnisses. Fortan bastelten die Kinder am ersten Sonntag im Advent ihre Sterne und trugen diesen Brauch in ihre Familien weiter. Bis heute ist es eine schöne Tradition, die besinnliche Weihnachtszeit mit einem Herrenhuter Stern zu beginnen. Ja, und ein echter Herrenhuter Stern besteht aus 25 Zacken, 17 viereckigen und 8 dreieckigen Spitzen. Der Weihnachtsschmuck symbolisiert eben den Stern von Bethlehem aus der biblischen Geschichte. Das ist die Adventsfensterdeko, die ich euch heute mal zeigen möchte. Ja, und wie immer interessiert es mich, wie es euch gefällt. Wir haben ja schon eine in Silber gemacht, aber eben jetzt heute mal ja, weiß und rosa. Ja, das war heute die Idee für diese Fensterdeko. Und ja, mich interessiert es halt auch immer, wie es euch gefällt. Und ich freue mich über die ganz treuen Zuschauer und die tollen Kommentare, freue ich mich immer sehr. Aber es kommen ja auch immer wieder neue Zuschauer dazu, worüber ich mich natürlich auch freue. Und bei mir ist es normalerweise so, dass ich jeden Samstag um 8 Uhr ein neues Video hochlade. Aber jetzt in der Adventszeit möchte ich euch noch viel, viel mehr zeigen. Ich habe so viele Ideen und deshalb kann es da gut sein, dass es auch jetzt mal zwischendurch ein Video zu sehen gibt. Und deshalb, ja, wenn ihr den Kanal abonniert, seid ihr auf der ganz sicheren Seite und werdet natürlich immer benachrichtigt, wenn ihr die Glocke aktiviert, dass ein neues Video anzuschauen ist. Also, ich freue mich auf euch, auf die Kommentare. Ich freue mich auch über Likes. Das ist natürlich auch so eine Bestätigung für mich, dass das, was ich euch hier zeige, euch auch gefällt, was ich natürlich auch sehr schön finde, ja. Und von daher sage ich jetzt einfach mal, ciao, bis zum nächsten Video, wann auch immer.